Freunde, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2. So, nachdem wir gerade den Schwertransport von Istanbul nach Edirne, alle Leute, die wissen, wie es ausgesprochen wird, bitte einmal in die Kommentare, gefahren haben, schauen wir mal, wie wir jetzt von hier aus wegkommen. Mit einem Autotransport bis nach England rüber. Für 113.000 Tacken. Alter Falter. Haben aber einiges zu tun. Steht dann was von 2600 Kilometer. Machen wir das heute Abend noch? Boah, das wird aber eine lange Folge, Leute. Sind wir mal ehrlich, die Flocken, die könnten wir gut gebrauchen. 113.000, das werde ich mal. Das wäre schon mal, alter Falter. Zwecks, moin Zwecks, alles gut bei dir? Alter Falter, da sind wir 2,5 Stunden locker unterwegs jetzt noch. Kann ich dich in Leipzig abholen? Stehst du gerade in Leipzig oder was? Dann komm mal runter hier nach Fürth. Ah, ich bin nicht auf dem Multiplayer. Ich weiß nicht, ob es den Auftrag im Multiplayer auch gibt. Wollen wir uns treffen oder was? Hast du Bock auf eine Runde Multiplayer? Nee. Gut, dann nicht. Selber schuld, wenn ich will, hat schon mal. Das dauert nicht zu lange. Mhm. 2700 Kilometer, nicht ganz. Das ist ein Weilchen, das stimmt. Hast du die Pro-Mods auch drauf? Ja, ne? Ich in Leipzig bin, ist es keine 2 Uhr, nee. Leipzig bin ich schneller. Nur bis ich in England bin, ist 2 Uhr, ja. Das dauert ja 2,5 Stunden. Dir fehlt noch so einiges. Ah, Promods kannst du nur nehmen, wenn du die ganzen DLCs hast. Ne, das stimmt schon. 42 Euro pro Kilometer. Alter Falter. Na, dann mal Holler the Wood Ferry. Daran hapert's, ja. Ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, welche waren das. Das eine DLC habe ich mir auch erst vorletzte Woche gekauft, als ich mit dem Manuel und dem Saxa-Player zusammen spielen wollte. Ach hier, genau, den Norden. Da habe ich die auch noch mit dazu gekauft, damit ich halt auf die Map komme. Naja, gut. Nach 20 konntest du auf einmal fahren, bist bergab gefahren, war schwer beladen und dann bergab. Dann hat das Gewicht gedrückt. Das kann sein. Aber normalerweise bist du abgeriegelt auf 90. Machen wir das wirklich? Oder fahren wir lieber die Asphaltfräse? Nee, nee. Auf einmal ging es eben. Oder fahren wir nur die Asphaltfräse bis nach Serbien. Und gucken von dort aus dann weiter. Von dort aus kommen wir ja auch überall hin. Ich glaube, das machen wir. Machen wir über einzelne kleine Schritte. Obwohl das natürlich schon reizt, ne?
42,34 €, das sind 8 € pro Kilometer Unterschied. Pass mal auf, das kann sein, vielleicht hast du, ohne es zu wissen, Gameplay, Bußgelder aus, bevorzugte Auftragslänge, Tempolimits. Nicht anzeigen, zeige PKW-Geschwindigkeiten. Ja, warte mal. Irgendwo kannst du das nämlich. Meine ich ausschalten, dass der. Umleitungen, Regenwahrscheinlichkeit. LKW-Einstellungen nicht. Kamera, doch LKW, ne? Es könnte sein. Hat aber nichts gebracht, okay. Realistischer Treibstoffverbrauch. Automatischer Retarder, automatische Motorbremse. Aufsatteln für Erfahrene? Was heißt denn das? Den Begrenzer ausschalten? Welchen Begrenzer? LKW-Stabilität, Aufliegerstabilität, Federung, Steifigkeit, bla, Aufsatteln. Was ist Aufsatteln für Erfahrene? Was ist Aufsatteln für Erfahrene? Geschwindigkeitsbegrenzer. Ah, aktivieren hier. Keine Ahnung. Möchte ich gerne mal wissen. Probieren wir mal aus. So, Auftragsangebot. Aufträge. Wir waren hier und wir fahren wirklich erstmal nur bis Novi Sad in Serbien. Ja, ich weiß, du bist der Meckern, weil mein LKW das angeblich nicht kann, aber der kann das. Vor allem, wenn ich fahre. Brauchen wir noch nicht mehr vom Hof runter. Da können wir uns gleich abholen, den Auftrag. Wow! Entschuldige, ich habe nicht damit gerechnet, dass du direkt hier stehst. So, schauen wir mal, was ist Aufsatteln für Erfahrene? Der Auflieger steht bereit. Ja, und nun? Was muss ich jetzt machen, um aufzusatteln? Ich stehe gut drunter, alles in Ordnung. Nee, ich habe nicht ganz gerade drunter gestanden. Wenn du wirklich aufsattelst, musst du erstmal normal recht weit runterfahren unter den Auflieger. Musst dann
den LKW hinten hochpumpen, ein Stück weiter zurückfahren, sodass der Königshopfen in einer Sattelkupplung einrastet. Da musst du komplett hochbocken, damit du die Stelzen einfahren kannst. Ja, das ist schon mal gemacht, aber schon ein bisschen her. So, diesmal ohne Begleitung. Bist selbst LKW gefahren. Ah, okay. Auch im Fernverkehr, Sattelzüge, ja. Ich bin immer noch LKW-Fahrer. Hab's mir aber abgewöhnt, die ganz großen zu fahren. Ich fahre jetzt mit 18 Tonnen im Nahverkehr unterwegs. Ja. Kenne jetzt Bautzen jeden Tag. Und auch wie ich mit Matchbox-Autos oder mit großen? Ui. Komm, das passt. Ja, siehst du. Tonner, ja, sag ich, ein Matchbox-Auto, genau wie ich. Ich habe gebremst, aber danke. Bin halt ein bisschen schwerer, habe ein bisschen längeren Bremsweg. Sollte vielleicht früher anfangen zu bremsen. Fleischerei. Ah. Fleisch ausgeliefert, ja. Und was machst du jetzt? Wenn du sagst, früher kein LKW mehr, sondern... Nix. Nix ist nicht viel. Hast du einen LKW-Führerschein noch? Ich sag mal doof. Arbeitsamt mit LKW-Führerschein. Normalerweise würden die dich das sofort irgendwo versorgen. Ob du willst oder nicht. Der ist schon abgelaufen, ja, wegen Fahrerschulungen, ja. Ja, ich könnte mir auch was Besseres vorstellen. Als LKW-Fahrer bist du doch der Letzte für alle. Ja, das stimmt. Alleinerziehend, da hast du recht. Das ist schwierig, auf jeden Fall. Hab gerade schon einen Aufruf gemacht. Die Leute sollen nicht immer so nervös reagieren, wenn ein LKW auf der Landstraße mit 70 oder sowas fährt, sondern sich eher bedanken, dass er so schnell fährt, weil er es eigentlich gar nicht darf. Ständig, dass dann irgendwelche Leute an dir vorbeifahren mit dem PKW, anfangen zu hupen und ach. Kann man hier die Spiegel verstellen? Ehrlich? Das wusste ich nicht. Mit 80 über die Landstraße. Ja, okay. Ich sag mal, bei mir ist bei 65, 66 Ende. Weil mit 80, ich sag mal, irgendwann geht es wirklich in... Irgendwann riskierst du ganz einfach den Führerschein, ne?
Das muss ja auch nicht sein. Und das nur, weil die Pkw-Fahrer es eilig haben. Sollen sie doch überholen. Ist mir egal. Wenn sie meinen, Halt zu riskieren, fertig. Selber schuld. Mit Karte oder mit Scheibe? Der wird wahrscheinlich ein älterer gewesen sein und mit Scheibe, ne? Was hast du bei Kontrollen gemacht? Scheibe schnell aufgefuttert, weil 35 Euro für fehlende... Mit Karte? Okay. 35 Euro für fehlende Scheibe ist, glaube ich, in dem Fall günstiger. Wir würden gerne mal Ihre Tachoscheibe sehen. Oh, tut mir leid, die habe ich nicht dabei. Schlucken. Hast du auch die Erfahrung gemacht, als LKW-Fahrer, du bist immer der Letzte? Egal, ob du von der Polizei, BAG angehalten wirst, ob du beim Kunden ankommst oder abladen sollst. Straßenverkehr sowieso, Pkw-Fahrer und alle anderen sind auch nur am Meckern. Und dann liebe ich ja LKW, genau. Dann liebe ich ja Radfahrer. Ein Traum. Gerade bei mir in der Stadt hier in Göttingen, Studentenstadt, viele Radfahrer. Ey, du stehst an der roten Ampel. Du stehst schon so nah wie möglich am Bordstein, damit da... Die drängeln sich trotzdem noch dazwischen. Und wenn du dann rechts abbiegen willst und da einmal nicht die im toten Winkel stehen oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, kleben sie jetzt in der Zwillingsbereifung. Ist irgendwie ungesund für die Radfahrer. Wie die. Ja. Ist das ganz ehrlich, ich bin selber Radfahrer. Ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch die Perspektive. Da ich es kenne, ja, habe ich einen heiden Respekt, weil wie gesagt, zwischen der Zwillingsbereifung, weiß nicht. Der braucht mir ja nur über den Fuß fahren, weißt du, und dann kann ich mir den LKW-Fahrer raussuchen und wir gehen zu Deichmann oder was, neue Schuhe kaufen, weil die alten nicht mehr passen. Fuß ein bisschen breiter geworden ist. Muss ja nicht sein. Na, jetzt kämpft er aber hier im Berg hoch, wa? Vielleicht doch mal einen größeren Motor reinprügeln. Lass mal mit hier. Einkommen, 13.000 durch William. Hey, William. Langsam wirst du mir sympathisch. William ist im Level aufgestiegen. Hey. Müssen wir auch gleich mal gucken. Fahrzeit ist gleich wieder vorbei. Ich werde langsam müde, sehe ich. Aber weißt du, ich habe das einmal live miterlebt in Hannover vor, lass mich lügen, 2,5, 3 Jahren. Das ging tatsächlich auch durch die Medien deutschlandweit. Ey, das war hart. Da bin ich an dem Tag, bin ich an der Ecke vorbeigefahren. War alles abgesperrt. Da ist ein Kind vorweggefahren und die Mutter hinterher. LKW rechts abgebogen und die Mutter sieht nur, wie das Kind da unterm LKW verschwindet. Da habe ich auch gedacht. Ja. Und wie gesagt, ich bin Stunde, anderthalb. Bin ich später an der Stelle vorbeigefahren. Da war natürlich riesen Aufriss, alles gesperrt und Polizei, Kripo, komplette Programm. Da wird sie aber als Fahrer auch so ein bisschen schwindelig bei, weil du dir überlegst, willst du den Job noch machen? Na ganz im Ernst, ich habe keine Lust, da irgendwie so ein Kind auf dem Gewissen zu haben.
Der LKW-Fahrer, der stand auch vor Gericht, der hat irgendwie eine Geldstrafe bekommen. Wurde in Anführungsstrichen nicht wirklich hart bestraft, weil, ne, es war frühest morgens, dunkel, Kind dunkel gekleidet. Er hatte im Endeffekt fast keine Chance, das Kind zu sehen. Ja, aber trotzdem, du stehst dann da. Ja, selbst wenn du vom Gericht nicht verurteilt wirst, großartig oder sowas. Ja, wie kommst du denn damit selber klar mit dem Kopf? So. Einmal Zollkontrolle bitte. Prüf mal meine Papiere. Alles in Ordnung. Super, können wir ja weiterfahren. Und ich glaube, dann suchen wir uns hier gleich mal eine schöne Stelle, um schnucklig so ein bisschen Bubu zu machen. Um mal zu gucken, wie wir denn unseren Kollegen hier leveln können. Warte, ich muss da lang. Entschuldigung. Dann fahren wir mal hier lang, wenn wir hier lang müssen. Ach, da hinten waren Tankstellen. Ah, okay, ich verstehe. Ach, und hier rechts ist sogar. Warte. Hier ist ein Parkplatz. Na komm, fahren wir hier noch raus. Mach auf das Türchen. Mach auf das Türchen. Danke. So, nächste Zollkontrolle. Ach, das war das Röntgengerät. Jetzt kommt nochmal die Zollkontrolle on top. Schranken. Und alles nur wegen einem einzigen Grenzübergang. Das darfst du keinem erzählen. Reicht nicht ganz. Briefe, Papiere, bitte warten. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss mit Ö. So, kann ich hier jetzt schlafen? Oder wahrscheinlich eher nein, ne? Jetzt sind PKW-Parkplätze. Das wird nicht funktionieren hier. Na, natürlich nicht. Auf. Mit Pen hast du ausgeschaltet. Ja, im Singleplayer geht das, ne? Und im Multiplayer brauchst du erst gar nicht schlafen. Ja, da der ja nun nicht wirklich 10 Stunden daneben stehen musst. Oder 11, je nachdem.
Habe ich es noch drin. Was soll's? Es kommt der ganze Sache ein bisschen. Es ist etwas realistischer. Es kommt der ganzen Angelegenheit näher. Ne? Ja, L muss ja auch mal zwischendurch pennen. Kannst ja nicht 97 Stunden durchgehend fahren oder so. Funktioniert ja nicht ganz. Ist auch der Körper irgendwann mal müde. Da hinten haben wir schon den nächsten Parkplatz und ich glaube, den gucken wir uns mal an. Stellen wir den Bulli hier mal an die Seite. Oh, und pennen mal eine Runde. Geht ja fix hier. Siehst du, zack, schon fertig. Kreditraten bezahlt, okay. Mehr nicht, nur Kreditraten, kein Einkommen. Schade. So, 700 Kilometer, 9 Stunden 45. 10 Stunden dürfen wir, glaube ich, fahren in dem Spiel. Also schaffen wir das jetzt in einem Rutsch. Ui. Oh, und genau darum ist das Telefonieren am Handy verboten. Wenn man das Auto nicht irgendwo in die Botanik setzt. Das mögen nämlich die wenigsten Autos. Ja, schauen wir mal. Wenn ich irgendeine Ladung so grob Richtung. Was machst du denn da für ein Blödsinn? Richtung Leipzig bekomme, warum denn nicht? Kann ich mal vorbeifahren. Bei irgendeinem LKW-Händler. Die Frage ist natürlich bei ProMods, ob ich dieselben LKW-Händler habe wie du. Oder ob es bei mir andere sind. Ansonsten könnte ich da vorbeischauen. Deine Zentrale hast du in Dresden. Dresden nach Leipzig, weiter kommst du noch nicht, oder was? Ich muss mal gucken, dass ich mir. Kannst du mir. Erklär mir mal, Svex. Wie funktioniert das, wenn ich einen eigenen Trailer habe? Habe ich ja jetzt noch nicht. Ich hole mir immer Komplettladungen mit Auflieger. Aber wenn ich jetzt mir im Spiel einen eigenen Auflieger kaufe, wie funktioniert das dann? Fahre ich mit meinem Auflieger irgendwo hin oder was? Ich werde dann beladen oder wie funktioniert das?
Was ist denn hier los? Na, das geht ja mal gar nicht. Ich muss da durch, Leute. Nee, das ist doof. Irgendwie gerade ein bisschen Prothese. Kann ich Ladung mitfahren? Ja, das ist... Fahre ich dann zu den Firmen? Muss dann ans Tor fahren, werde beladen und fahre wieder weg oder wie? Oder was? Oder warum? Ich hoffe mal, es kommt kein Gegenverkehr. Aber deine Fahrer fahren damit, okay? Also sagst du, es ist eigentlich unwichtig, selber einen Trailer zu haben, Auflieger. Vor allem hast du nicht so viel Kosten für Schaden, ne? Wenn du am fremden Auflieger Schaden machst, das ist dann nicht dein Problem, sage ich mal. Werden die Ladungen irgendwie besser bezahlt? Weiß auch nicht. Hoffentlich steht hier kein Blitzer. Kalofo. Errungenschaft, irgendwas mit Balkan. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ui. Und die ganzen anderen Mist ausschalten. Habe ich, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Nee, stimmt nicht. Habe ich nicht. Weil sonst hätte ich ja eben dann eine roten Ampel nicht bezahlt. Ja. So ein bisschen. Ein bisschen Realitätsnähe ist ja schon ganz schnucklig, oder? Ich meine, bis wir auf dem Multiplayer-Server waren, habe ich sogar noch selber geschaltet. Aber das akzeptiere ich. Mittlerweile Schaltgetriebe im LKW kriegst du ja kaum noch. Mit 90 durch die Ortschaft macht Spaß, ja. Glaube ich dir gerne. Aber ETS ist doch eigentlich eher so ein gemütliches Spiel. Da ist keine Action dabei. Ich meine, ich bin jetzt, bevor ich jetzt angefangen habe mit ETS, bin ich 4,5 Stunden Formel 1 gefahren. Ja, das ist dann schon mal eine andere Geschichte. Da hast du Action. Und ETS ist eher sowas zum Runterkommen, wenn du Action hattest. Bisschen dummes Zeug erzählen, wie wir beide jetzt. Formel 1 ist nicht deins. Ja. Ist Geschmackssache, sag ich mal.
Ich mag es sehr gerne. Balkan Entdecker 35. Ah, Entdecker. Errungenschaft Balkan Entdecker. Sag mal, bei mir hat das mit der Formel 1 auch nachgelassen. Selber fahren ist das eine. Gucken selten. Weil es mir aufgrund des Reglement und sowas ist mir zu langweilig geworden. Ich bin noch ein Kind aus den 90ern, sag ich mal. Wo sie noch ganz andere Regeln hatten. Jeder noch mehr oder weniger machen durfte, was er wollte. Mit Ersatzauto, mit T-Car und mit Tanken, während. Ach, das war. Also rein von der Strategie her und sowas viel interessanter. Viel interessanter, wenn du selber noch tanken durftest und sowas. Ja. Wie viele Stops macht ein Fahrer? Wie viel muss er nachtanken? Und ach. Das war noch Formel 1, das war noch richtig Rennen. Mittlerweile habe ich neulich schon mal gesagt, durch die ganzen Regeln, durch das ganze Regelwerk und sowas, die Autos, klar kommen die noch von verschiedenen Herstellern, die Motoren und sowas alles, ja? Und das sind noch verschiedene Teams. Aber eigentlich sind doch die Autos schon, ja, mehr oder weniger dasselbe. Ist doch alles ein Abwasch. Könntest du Lewis Hamilton jetzt auch in Red Bull setzen und er würde trotzdem Weltmeister werden. Ja, meine, es ist vom Regelwerk her ist es so gewollt, dass es wirklich nur noch auf den Fahrer ankommt. Aber ja, ich weiß. Ich fand es halt damals einfach ein bisschen spannender, ein bisschen interessanter, als es heute ist. Die 70er. Ah, da hast du also den Niki Lauda seine Zeit noch miterlebt, ja? Was ist denn so dein Sportfetisch? Fußball. Oder was findest du so? Was schaust du dir so gerne an Sport an? Nix weiter? Nix ist nicht viel, okay. Ich habe damals auch Fußball geschaut, eine ganze Weile lang. Aber dann kam die Geschichte mit dem Robert Heutzer, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, nee, ganze Bums ist eh nur gekauft. Ja, der mit dem meisten Geld gewinnt. Das wurde mir dann auch zu langweilig.
Oder zu doof, sagen wir mal. Nicht zu langweilig, zu doof. Ist ja heute dasselbe. Es wird nicht mehr verschoben, aber sind wir mal ehrlich. Nichts gegen die Bayern, ja, aber Bayern München, größter Verein, meiste Kohle stecken, die kaufen alles, was es gibt an guten Spielern, kaufen die einfach weg. Ja, da haben die anderen Vereine gar keine Chance mehr gegen die Bayern. Weiß ich nicht, finde ich. Man müsste so ein Limit nehmen, was weiß ich, von mir aus, blöd gesagt, 20 Millionen im Jahr mehr dürfen Vereine nicht für neue Spieler ausgeben. Oder 15 Millionen von mir aus. Da geht es nur ums Geld, genau. Ja, wer die meisten Flocken hat, kann sich die besten Spieler leisten und der gewinnt. Und das ist halt Bayern. Deswegen sind die halt auch schon seit, lass mich lügen, 5 Jahren, 6 Jahren Dauermeister. Ich weiß es gar nicht. Gar nicht genau. Also sobald mal irgendwo ein Stern aufgeht, irgendein Spieler ist, der, wo man sagt, alter Falter, der kann ja was reißen. Zack, kommen die Bayern, kaufen den weg. Ich verkenne Bremsen, aber der LKW will nicht. Hätten wir auch nicht gewusst. Tja, hätte ich das vorher gewusst. Ja. Bergauf mit, was haben wir geladen? Mit 44 Tonnen kann ja mal Spaß machen, ne? Und wir reden hier von der Ladung, nicht vom Eigengewicht. Muss ich meine Diät machen? Was soll das denn heißen? Was willst du mir damit sagen? Willst du mir damit sagen, dass ich fett bin? Haben wir es ja bald geschafft. Jetzt können wir schon mal selber hinrein. Das geht ja fix hier. Geht ja schneller als es Kinder machen. 1, 2, 3, fertig. So, einmal Grenzkontrolle bitte. Bitte warten. Please hold the line. Alles in Ordnung, gute Fahrt. Dankeschön. Ich würde gerne mal, weiß ich nicht, ob es das gibt, dass dann da steht, Moment mal, mit Ihren Papieren stimmt irgendwas nicht, zahlen Sie mal 2.000 € Strafe. Weißt du, einfach so, just for fun.
Aber sowas habe ich bisher noch nie gehabt. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, ob es das gibt. Wäre nett, wenn du die zweite Schranke auch noch aufgemacht hättest. Bin ein bisschen was breiter. Serbien. So, im Ankunftsland sind wir schon mal. Warte mal, wo muss ich denn? Hallo? Hier? Wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur noch in die Stadt, wo wir hin müssen. Moment, Moment. Langsam, langsam, langsam. Ah, okay. Ich verstehe. Juhu. Der Kampf mit dem Berg. Wer wird gewinnen? Der Skania oder der Berg? Natürlich der Skania. Alter, was ist denn hier los? 20 LKWs auf der Gegenspur. Kilometer. Mal schauen, ob wir die jetzt noch in der Fahrzeit schaffen. Das wird, glaube ich, ein bisschen knappelig, ja? Restzeit. Nächste Pause in 5 Stunden. Das werden wir nicht mehr schaffen. Würde ich sagen, wenn wir die Fahrzeit soweit umhaben, machen wir nochmal eine kurze Zigarettenpause. Bei E anhalten müssen. Blöde Kippen. Ja, ich sag's dir, du hast vollkommen recht. Ich wäre großer Freund davon, mir den Blödsinn abzugewöhnen. Ich habe es schon zwei, dreimal versucht. Und jeweils kamen irgendwelche Kumpels von mir an und sagten: Dennis, tu mir einen Gefallen, rauch eine. Du bist gerade unerträglich. Wird dann echt zur Sau. Das Dampfen? Okay. Aber es ist doch im Endeffekt genau dasselbe wie Zigaretten, oder? Also, ob ich jetzt rauche oder ob ich dampfe, meiner Lunge macht das doch nichts aus. Ist doch kein Unterschied. Prozent gesünder? Tatsache? Okay. Okay. Ja, das mit dem Schmecken und sowas ist, ja, habe ich schon öfters gehört.
besser riechen. Na ja, klar, wenn man nur nach kaltem Rauch stinkt. Das geht einem viel besser. Okay. Und was kostet so ein Rundumpaket, wenn ich jetzt sage, okay, ich will auf einen Verdampfer oder aufs Dampfen umsteigen? Die ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, Geschmacksstoffe und was es da nicht alles gibt, ist das alles natürlich oder was? Ist doch auch alles nur Chemie oder nicht? So, hier noch nicht, die nächste müssen wir runter. Lebensmittel da oben. Okay. Oh, was ist denn hier los? Stau oder was? Den man sogar backen kann. Na gut, wenn, dann will ich es ja überhaupt rauchen und nicht backen. So, 260 Kilometer haben wir ja bald den nächsten Auftrag geschafft. Man sollte sich nicht vom Handy ablenken lassen. Das hat keinen Sinn. Stunden 7 Minuten laut Navi und 3 Stunden 2 Minuten haben wir noch, bis wir müde werden. Also im Endeffekt könnten wir die Tour noch durchfahren, bevor wir müssen wir uns denn hier mal wegen 5 Minuten oder was. Guck mal, ja, das machen wir mal ein bisschen rollen, weil wir ein bisschen schneller vielleicht.
Holen wir die Zeit noch ein. 2,56, 2,59. Wäre blödsinnig, wegen ein paar Minuten jetzt nochmal hinzulegen, ne? Steht da oben. Somebody loves you. Oh, ist das süß. Dankeschön. Das Spiel liebt mich. Na, guck mal, kriegen wir noch rein die Zeit. Genau, die Gummi. Ja, ich stehe auf dem Anker hier. Nein, auf dem Gaspedal. Nicht auf dem Anker, das wäre doof. Schaffen wir schon. Ein, zweimal noch 92, 93, 94 und dann ist alles gut. Haben wir es nach wie überlistet. Wenn man von den Kollegen nicht ausgebremst werden würde. Ah! €23 Maut. Da würden sich aber die Speditionen hier in Deutschland freuen, ne? Ja, noch ein bisschen untermotorisiert. Beim Anfahren, das geht noch nicht so wirklich gut. Müssen wir mal gucken, ob wir einen Kredit kriegen und was man so in der Werkstatt machen kann. Automatisch den Ort? Wie viel PS? Ich glaube, ich habe hier 460 oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Zumindest wollte ich einen größeren Motor schon haben, konnte ich aber da noch nicht, weil ich noch nicht das Level erreicht hatte. Mal gucken, nach der Tour werde ich ja nun wieder Level aussteigen oder zwei. Ja, weißt du, bei mir war das Problem, ich hatte eigentlich schon relativ gut hochgelevelt und dann war auf einmal mein Spielstand nicht mehr da. Der konnte nicht mehr geladen werden. Also von vorne. Das ist natürlich immer so ein bisschen Prothese dann. Fernfahrten, ja. Fernfahrten habe ich glaube ich auch mittlerweile wieder fast voll, oder? Ich habe sie sogar schon voll. Können wir ja gleich reinschauen. Kilometer noch. Von 1,37 auf 1,38. Ist im Rahmen des Möglichen. Wieso? Kennst du das Problem? Hattest du das auch oder was? Ja, ich weiß, du wirst müde. Aber Spaß beiseite. Wir halten jetzt nicht mehr an. Egal wie müde du bist. Ist mir Schnuppe.
später. Ah, okay. Ja, Beta musste ich heraus aus den Beta-Versionen. Hallo! Ich blinke nicht zum Spaß, du Vogel. Mann, 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 Mann. Musste ich herausnehmen wegen Multiplayer-Map. Weil mit der Beta-Version funktioniert die Multiplayer nicht. Ach, hör doch auf. Bin schwer beladen. So stark kann ich nicht bremsen. Gib mir die Fräse hinten kaputt. Was? Ach. Ja, ist wieder so ein Bot hier drinnen. Und meine Mods sind alle schlafen. Gleich mal sperren den Kollegen hier. Hallo. Sie eine Parkmöglichkeit? Nö. Drive carefully. Roads of Serbia. Ah, ich vermute mal ein, zweimal werden wir die Augen schließen, bevor wir ankommen. Aber gut, so ist es. Hier muss ich runter, richtig? Ja.
Da haben wir ja noch einiges an Zeit verloren, wa? Aber solange wir nicht mitten in der Kurve müde werden, ist das alles noch legitim. Natürlich mitten in der Kurve auf einmal die Augen zugehen, ist es immer ein bisschen doof. Kilometer. Sehr gut. Sie werden müde. Verstoß gegen die Ruhezeit, ja. Es tut mir ja fast leid. Ich bin doch jetzt schon am Ziel. Was soll ich denn da? Jetzt mich noch irgendwo und vor allem ist hier gar kein Parkplatz in der Nähe. Also, nicht aufregen. Ich kann es doch nicht halten. Geschafft. So, ich bin in Eile. Level? Nein! Noch nicht gelevelt. Na, so ein Ärger. Wo sind wir denn? Fahrermanagement? Ja, ne? Ich? Ja, guck mal, Fernfahrten haben wir schon komplett durchgelevelt. Ja, jetzt sind wir halt auf hochwertige und zerbrechliche Fahrt und sowas. Genau. So, LKW-Management, Fahrerbank. Was sagt denn die Bank? Die Bank sagt, gibt nicht mehr viel Geld. Okay. Das könnten wir mal zurückzahlen. Dann haben wir schon mal ein bisschen weniger Abtrag. Und wenn wir jetzt zum LKW-Händler gehen. MAN? Ne, wenn dann brauchen wir schon Scania. Oder kann man aufrüsten überall? Kann man überall aufrüsten? Online kaufen? Ja, mindestens 5 LKWs besitzt. Besucher ausgewählt, möchtest du nach Novi Sad? Ja. Ist ja nicht weit. Nein. Ach, da muss ich in eine Werkstatt, ne? Um den aufzurüsten. So war das ja. LKW-Händler verlassen. Ja. Dann muss ich ja in die Werkstatt. Weltkarte. Wo hätten wir denn eine Werkstatt? Ich sehe da. Da ist eine.
Und dann können wir uns da auch hinlegen und pennen. Bevor wir einen neuen Auftrag suchen. Sie werden müde. Was heißt denn hier, ich werde müde? Ich bin müde. Ach, jetzt leck mich fett. Hier ist gar nicht die Ausfahrt, oder was? Doch. Vielleicht haben wir ja genügend Geld oder können uns noch einen kleinen Kredit aufnehmen, dass wir den Motor so ein bisschen aufpimpen, sag ich mal. Verstoß gegen die Ruhezeit. Ja, jetzt richte ich mal ab. Ich kann es doch nicht ändern. Ich muss doch erstmal einen Parkplatz finden, verdammte Axt. Verstand gegen die Ruhe sein. Bock, 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 bock. Hä? Okay, wo kann ich jetzt hier pennen? Gar nicht? Kann ich hier nicht pennen? Ernsthaft nicht? Das ist schlecht. LKW-Konfiguration. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir ein bisschen was Stärkeres mittlerweile zur Verfügung haben. Haben wir. Von 500 auf 520 PS. Jawohl, das lohnt sich ja richtig, wa? Jo, geiles Ding. Besseres Getriebe. Bestelle, kannst du nicht, nicht genug Geld. Ah. 120.000 Tacken. Hallo Bank, mein Freund. Wie viel haben wir jetzt? 153, na, dann reicht es ja. So, dann lass uns den ganzen Spaß doch mal Tatsache ein bisschen. Neuen Motor, ein besseres Getriebe rein. Aber die Farbe, die hätte ich schon gerne noch behalten, wie sie war.
King of the Road, der sieht auch nicht schlecht aus. Na, das ist doch mal ein Auto jetzt, ja? So. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bettchen, ne? Wo hätten wir denn ein Bettchen in der Nähe? Oh Gott, hier hinten. Toll. Zeige ich noch 5-mal Strafe, bis ich da bin, wa? Los geht's. Ja, ich muss den hier runterhalten. Na, jetzt geht's los. Du kommst deine zur Ruhe. So, dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal, wie es weitergeht. Hey, aber erstmal ein paar Minuten Pause. Einmal rauchen, Schluck was trinken. Bis gleich.